Seit fast einem Jahr ist kein Regelbetrieb mehr möglich. Seit über 5 Monaten ist wegen des Lockdowns das Museum geschlossen. Durch die Verlängerung des Lockdowns bis weit in April hinein wird es immer schwieriger, alleine die Fixkosten für das von uns betriebene Museum zu tragen. Seit Beginn der Corona-Krise bis März 2021 sind alleine Fixkosten von knapp 25.000 Euro für das Museum angefallen. Die Fixkosten beinhalten dabei keinerlei Gehälter, sondern nur die Miete und laufende Kosten. Von Vermieterseite gibt es kein Entgegenkommen, außer dass wir ausziehen könnten. Staatliche Hilfen laufen zwar an, geben aber keine Sicherheit, dass nicht irgendwann ein Großteil davon wieder zurückbezahlt werden muss. Aus Definitionsgründen unseres Gewerbes ist dieses bereits schon einmal passiert. In unseren Hauptjobs arbeiten wir leider auch in der Corona-bedingt nicht mehr existierenden Eventpressebranche. Durch das unglaubliche Ergebnis der letzten Unterstützergalas konnten wir immerhin einige Löcher stopfen und haben das Jahr 2021 erreicht. Mit dieser Gala wollen wir verhindern, nicht auf den letzten Metern noch zu scheitern. Keiner weiß ja, wann und in welcher Form es wirklich weitergeht. Auf den Staat können wollen wir uns nicht verlassen. Ohne die Community hätten wir bereits im Herbst letzten Jahres aufgeben müssen. Die Ostergala, die hier gerade läuft, besteht aus voraufgezeichneten Panels, die aber von Live-Panels unterbrochen werden. Wir bitten heute weiter um Spenden für den Erhalt unseres Museums und bieten auch unsere neue Retro-Card als Zeichen der Unterstützung unseren Zuschauern und Teilnehmern an. Alle Informationen, wie man uns helfen kann, findet man unter www.retrospieleclub.de/Hilfe. Die Retro-Card ist wie erwähnt eine Möglichkeit, ein Zeichen der Zugehörigkeit zu unserem Retro-Kosmos und als Unterstützung für unseren Retro-Spieleclub zu setzen. Die Karte, die in Größe und Dicke einer Kreditkarte mit geprägter Nummer ähnelt, kann man bei uns normalerweise für eine Einmalzahlung von 10 Euro mit dreistelliger Wunschnummer für 20 Euro erhalten. Für diese Ostergala vereinfachen wir das Ganze etwas. Jeder, der mindestens 15 Euro über PayPal spendet, kann auf Wunsch eine Retro-Card bekommen. Eine Wunschnummer kann angegeben werden. Wenn diese frei ist, bekommt er sie. Ansonsten erhält man automatisch eine fortlaufende Nummer. Bitte schickt zusätzlich eine Mail an mail@retrocomfort.de mit Kopie der PayPal-E-Mail und Anschrift. Dieses ist notwendig, denn nur so können wir sicher sein, dass euch die Retro-Card auch wirklich erreicht. Einen Steam-Key kann jeder bekommen, der uns etwas spendet. Auch da bitte zur Sicherheit eine kurze Mail an uns, da wir niemanden vergessen möchten. Jeder, der uns heute ein Abo bei YouTube oder Steady hinterlässt, erhält ebenfalls auf Wunsch einen Steam-Key. Die aktuellen Spendenstände werden nur während der Live-Sendung aktualisiert. Wir geben wieder die Tage an, für die die Fixkosten gedeckt werden können. Pro Tag haben wir ca. 50 Euro Fixkosten im Museum, sowie die Anzahl der herausgegebenen Retro-Cards. Alle voraufgezeichneten Panels sind Erstausstrahlungen. Bitte habt Verständnis, dass wir vor allem in der Nacht nicht durchgängig im Chat agieren können. Der aktuelle Ablauf der Gala wird regelmäßig eingeblendet. Vielen Dank an alle, die uns auch heute unterstützen. Und natürlich auch an alle, die uns seit Beginn der Corona-Pandemie geholfen haben. Lasst uns gemeinsam Retro-Kultur retten. Unser Museum soll wieder ein Treffpunkt von interessierten Besuchern sein, die mit einer Reise in die Vergangenheit etwas Neues erfahren können oder sich an ihre eigene Vergangenheit erinnern möchten. Eine Veranstaltung für alle Unterstützer wird es 2021 auch geben, sobald wir wieder donnerstags unser Open-House-Abend ohne Einschränkung durchführen dürfen. Jeder, der uns 2020 oder 2021 finanziell unterstützt hat, bekommt mindestens einmal einen kostenlosen Eintritt in die Location gegen Vorlage des PayPal-Beleges an einem Open House. Mit euch gemeinsam schaffen wir das. Vielen Dank. Dankeschön. Kurz und knapp, hier nochmal der Versuch, ein Historic in Long Place. Ja, ich bin mit Spaß dabei. Also fangen wir an. Ich stelle mich wieder an hier. Ich schneide auch keine Pfanne aus. Oh, was für eine Blamage. Das sollte nicht passieren, nein.
Das ist falsch. Aber oh, wie blamabel. Ja, das sollte man vermeiden. Das ist nicht gut. Oh, Mani, was machst du? Nothing here.
Das war blamabel, ja? Och, ich bin nur ein Mensch. Das sollte man nicht machen. Halt ist der Wurm drin, ja? Okay, das sollte man nicht tun, nein. Oh weh, das geht. Okay. Der war böse, ja? Der war böse, ja? Ups, nein. Was mache ich heute wieder? Oh, Wahnsinn. Hier. Na gut, dann nimmst du damit was soll's.
Das war knapp. Und das war jetzt blöd. Jep, das war blöd. Vielleicht doch nicht. Doch. Ich habe den Weg verbaut. Das kann passieren, ja. Thank you.
Oh, das war nicht gut. Nein, das war schlecht. Das war schlecht. Genau. Oh, diese Blamage. So ging das Leben dahin, ja.
Der war nicht schlecht. Okay, gut. Thank you.
Gut. Thank you.
Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Thank you.
Seit fast einem Jahr ist kein Regelbetrieb mehr möglich. Seit über 5 Monaten ist wegen des Lockdowns das Museum geschlossen. Durch die Verlängerung des Lockdowns bis weit in April hinein wird es immer schwieriger, alleine die Fixkosten für das von uns betriebene Museum zu tragen. Seit Beginn der Corona-Krise bis März 2021 sind alleine Fixkosten von knapp 25.000 Euro für das Museum angefallen. Die Fixkosten beinhalten dabei keinerlei Gehälter, sondern nur die Miete und laufende Kosten. Von Vermieterseite gibt es kein Entgegenkommen, außer dass wir ausziehen könnten. Staatliche Hilfen laufen zwar an, geben aber keine Sicherheit, dass nicht irgendwann ein Großteil davon wieder zurückbezahlt werden muss. Aus Definitionsgründen unseres Gewerbes ist dieses bereits schon einmal passiert. In unseren Hauptjobs arbeiten wir leider auch in der Corona-bedingt nicht mehr existierenden Eventpressebranche. Durch das unglaubliche Ergebnis der letzten Unterstützergalas konnten wir immerhin einige Löcher stopfen und haben das Jahr 2021 erreicht. Mit dieser Gala wollen wir verhindern, nicht auf den letzten Metern noch zu scheitern. Keiner weiß ja, wann und in welcher Form es wirklich weitergeht. Auf den Staat können wollen wir uns nicht verlassen. Ohne die Community hätten wir bereits im Herbst letzten Jahres aufgeben müssen. Die Ostergala, die hier gerade läuft, besteht aus voraufgezeichneten Panels, die aber von Live-Panels unterbrochen werden. Wir bitten heute weiter um Spenden für den Erhalt unseres Museums und bieten auch unsere neue Retro-Card als Zeichen der Unterstützung unseren Zuschauern und Teilnehmern an. Alle Informationen, wie man uns helfen kann, findet man unter www.retrospieleclub.de/Hilfe. Die Retro-Card ist wie erwähnt eine Möglichkeit, ein Zeichen der Zugehörigkeit zu unserem Retro-Kosmos und als Unterstützung für unseren Retro-Spieleclub zu setzen. Die Karte, die in Größe und Dicke einer Kreditkarte mit geprägter Nummer ähnelt, kann man bei uns normalerweise für eine Einmalzahlung von 10 Euro mit dreistelliger Wunschnummer für 20 Euro erhalten. Für diese Ostergala vereinfachen wir das Ganze etwas. Jeder, der mindestens 15 Euro über PayPal spendet, kann auf Wunsch eine Retro-Card bekommen. Eine Wunschnummer kann angegeben werden. Wenn diese frei ist, bekommt er sie. Ansonsten erhält man automatisch eine fortlaufende Nummer. Bitte schickt zusätzlich eine Mail an mail@retrocomfort.de mit Kopie der PayPal-E-Mail und Anschrift. Dieses ist notwendig, denn nur so können wir sicher sein, dass euch die Retro-Card auch wirklich erreicht. Einen Steam-Key kann jeder bekommen, der uns etwas spendet. Auch da bitte zur Sicherheit eine kurze Mail an uns, da wir niemanden vergessen möchten. Jeder, der uns heute ein Abo bei YouTube oder Steady hinterlässt, erhält ebenfalls auf Wunsch einen Steam-Key. Die aktuellen Spendenstände werden nur während der Live-Sendung aktualisiert. Wir geben wieder die Tage an, für die die Fixkosten gedeckt werden können. Pro Tag haben wir ca. 50 Euro Fixkosten im Museum, sowie die Anzahl der herausgegebenen Retro-Cards. Alle voraufgezeichneten Panels sind Erstausstrahlungen. Bitte habt Verständnis, dass wir vor allem in der Nacht nicht durchgängig im Chat agieren können. Der aktuelle Ablauf der Gala wird regelmäßig eingeblendet. Vielen Dank an alle, die uns auch heute unterstützen. Und natürlich auch an alle, die uns seit Beginn der Corona-Pandemie geholfen haben. Lasst uns gemeinsam Retro-Kultur retten. Unser Museum soll wieder ein Treffpunkt von interessierten Besuchern sein, die mit einer Reise in die Vergangenheit etwas Neues erfahren können oder sich an ihre eigene Vergangenheit erinnern möchten. Eine Veranstaltung für alle Unterstützer wird es 2021 auch geben, sobald wir wieder donnerstags unser Open-House-Abend ohne Einschränkung durchführen dürfen. Jeder, der uns 2020 oder 2021 finanziell unterstützt hat, bekommt mindestens einmal einen kostenlosen Eintritt in die Location gegen Vorlage des PayPal-Beleges an einem Open House. Mit euch gemeinsam schaffen wir das. Vielen Dank. Dankeschön.
Thank you.
One-Up.
Now, kill! Later! Shield.
power up. Thank you.
Der war jetzt nicht schlecht. Was mache ich? Ach ja. Thank you.
kostet ganz schön Kraft, ja. Nicht Kraft oder Konzentration schon. We'll be right back.
Seit fast einem Jahr ist kein Regelbetrieb mehr möglich. Seit über 5 Monaten ist wegen des Lockdowns das Museum geschlossen. Durch die Verlängerung des Lockdowns bis weit in April hinein wird es immer schwieriger, alleine die Fixkosten für das von uns betriebene Museum zu tragen. Seit Beginn der Corona-Krise bis März 2021 sind alleine Fixkosten von knapp 25.000 Euro für das Museum angefallen. Die Fixkosten beinhalten dabei keinerlei Gehälter, sondern nur die Miete und laufende Kosten. Von Vermieterseite gibt es kein Entgegenkommen, außer dass wir ausziehen könnten. Staatliche Hilfen laufen zwar an, geben aber keine Sicherheit, dass nicht irgendwann ein Großteil davon wieder zurückbezahlt werden muss. Aus Definitionsgründen unseres Gewerbes ist dieses bereits schon einmal passiert. In unseren Hauptjobs arbeiten wir leider auch in der Corona-bedingt nicht mehr existierenden Eventpressebranche. Durch das unglaubliche Ergebnis der letzten Unterstützergalas konnten wir immerhin einige Löcher stopfen und haben das Jahr 2021 erreicht. Mit dieser Gala wollen wir verhindern, nicht auf den letzten Metern noch zu scheitern. Keiner weiß ja, wann und in welcher Form es wirklich weitergeht. Auf den Staat können wollen wir uns nicht verlassen. Ohne die Community hätten wir bereits im Herbst letzten Jahres aufgeben müssen. Die Ostergala, die hier gerade läuft, besteht aus voraufgezeichneten Panels, die aber von Live-Panels unterbrochen werden. Wir bitten heute weiter um Spenden für den Erhalt unseres Museums und bieten auch unsere neue Retro-Card als Zeichen der Unterstützung unseren Zuschauern und Teilnehmern an. Alle Informationen, wie man uns helfen kann, findet man unter www.retrospieleclub.de/Hilfe. Die Retro-Card ist wie erwähnt eine Möglichkeit, ein Zeichen der Zugehörigkeit zu unserem Retro-Kosmos und als Unterstützung für unseren Retro-Spieleclub zu setzen. Die Karte, die in Größe und Dicke einer Kreditkarte mit geprägter Nummer ähnelt, kann man bei uns normalerweise für eine Einmalzahlung von 10 Euro mit dreistelliger Wunschnummer für 20 Euro erhalten. Für diese Ostergala vereinfachen wir das Ganze etwas. Jeder, der mindestens 15 Euro über PayPal spendet, kann auf Wunsch eine Retro-Card bekommen. Eine Wunschnummer kann angegeben werden. Wenn diese frei ist, bekommt er sie. Ansonsten erhält man automatisch eine fortlaufende Nummer. Bitte schickt zusätzlich eine Mail an mail@retrocomfort.de mit Kopie der PayPal-E-Mail und Anschrift. Dieses ist notwendig, denn nur so können wir sicher sein, dass euch die Retro-Card auch wirklich erreicht. Einen Steam-Key kann jeder bekommen, der uns etwas spendet. Auch da bitte zur Sicherheit eine kurze Mail an uns, da wir niemanden vergessen möchten. Jeder, der uns heute ein Abo bei YouTube oder Steady hinterlässt, erhält ebenfalls auf Wunsch einen Steam-Key. Die aktuellen Spendenstände werden nur während der Live-Sendung aktualisiert. Wir geben wieder die Tage an, für die Fixkosten gedeckt werden können. Pro Tag haben wir ca. 50 Euro Fixkosten im Museum, sowie die Anzahl der herausgegebenen Retro-Cards. Alle voraufgezeichneten Panels sind Erstausstrahlungen. Bitte habt Verständnis, dass wir vor allem in der Nacht nicht durchgängig im Chat agieren können. Der aktuelle Ablauf der Gala wird regelmäßig eingeblendet. Vielen Dank an alle, die uns auch heute unterstützen. Und natürlich auch an alle, die uns seit Beginn der Corona-Pandemie geholfen haben. Lasst uns gemeinsam Retro-Kultur retten. Unser Museum soll wieder ein Treffpunkt von interessierten Besuchern sein, die mit einer Reise in die Vergangenheit etwas Neues erfahren können oder sich an ihre eigene Vergangenheit erinnern möchten. Eine Veranstaltung für alle Unterstützer wird es 2021 auch geben, sobald wir wieder donnerstags unser Open-House-Abend ohne Einschränkung durchführen dürfen. Jeder, der uns 2020 oder 2021 finanziell unterstützt hat, bekommt mindestens einmal einen kostenlosen Eintritt in die Location gegen Vorlage des PayPal-Beleges an einem Open House. Mit euch gemeinsam schaffen wir das. Vielen Dank. Dankeschön.
Laser.
sounds amazing. Multiple.
play the rebound. Thank you.
Power up.
Rebound.
Hey there, what up? Multiple.
Ach ja, der Schlussgag. Ich bin durch. Oh, auch ein bisschen kräftemäßig, ja. So, Thüringen 1, 2 und 3 direkt nacheinander durchgezockt ohne Cheat. Oh. Jetzt habe ich erstmal Hunger.
Ja, das war's. Macht's gut.